Hallo, grüß euch. Ich mache heute ganz was Einfaches, und zwar Spinattaschen. Ich mag das so gern und habe mich gestern auf Nacht schon auf heute gefreut, dass ich die Spinattaschen machen kann. Und zwar, da haben wir jetzt da Olivenöl in die Pfanne. Dann habe ich da Schalotte und Knoblauch. Knoblauch bitte, so viel ihr gern habt. Wer keinen mag, tut keinen rein, wer mehr mag, tut weniger, tut mehr rein. Das sind ungefähr 2 Zehen gewesen und eine Schalotte. Und da lassen wir jetzt langsam den Spinat. Der fällt relativ schnell zusammen. Und jetzt machen wir den ganzen Spinat. Immer waschen und in der Salatschleuder, dass er schön trocken ist. Dann spritzt es so, wenn er nass ist. Und so geht es ganz gut. Jetzt hier schneide ich einen Zahnfalt. Dann mal schön nett schneiden. Ich mache jetzt den ganzen Spinat so. Und wenn ihn würzt, dann bin ich wieder bei. Ja? So soll der ganze Spinat ausschauen. Das war jetzt die ganze Menge, 500 Gramm Spinat, ein Wahnsinn, gell? Salzen, pfeffern, das schalten wir jetzt aus, den braucht man nicht mehr. Und was ganz wichtig ist beim Spinat, das darf ja nicht fallen, ich muss ein paar neue Muskat kaufen, weil die sind alle schon einmal halb. Der Muskat. Muskat ist Spinat und Kartoffel das wichtigste Gewürz. Nicht zu viel Muskat, aber schon. So, und das lassen wir jetzt auskühlen. Und wenn das ausgekühlt ist, dann bin ich wieder bei euch. Gell? So, ich habe da so kleine Formeln, deshalb mache ich Portionen. Jetzt kannst du das ruhig in einer großen Form reintun, gell? Das spielt überhaupt keine Rolle. Da tun wir jetzt den Blätterteig rein. Vorsichtig einlegen, dass nicht ein Loch oder was wird. Und dann tun wir ihn ein bisschen überlappen. Da tun wir noch die Fülle rein. Ich zeige euch jetzt nur, wie das geht. Im nächsten. Ich habe da leider nur 2 Formeln. Deshalb muss ich ein Drittel danach machen oder ein rundes. Aber ich will halt die kleinen Formen nehmen. Das lassen wir jetzt so und jetzt machen wir die Fülle. Das ist der Spinat, was übrig geblieben ist. Die Flüssigkeit habe ich abgefangen, also weg dann, dass nur mehr der Spinat ist. Dann tun wir einen Parmesan, einen Ricotta. Da schreibe ich natürlich das genaue Rezept rein, gell? Und ein Ei. Und das tun wir jetzt schön verrühren. Und das kommt, die Fülle kommt noch in die kleinen Tautformen rein. Und oben werden wir es ein bisschen überlappen. Allerdings tue ich das jetzt noch ein bisschen würzen, weil der Ricotta ist ja überhaupt nichts gewürzt. Und Pfeffer, dass es schon ein bisschen einen guten Geschmack hat. Das Backerl hat sich noch vor auf 180 Grad Heißluft. Einfach gut verrühren. So schaut es dann aus. Jetzt tun wir ins ein Blech heraus. Das tun wir weg. Und da tun wir jetzt das
auf. Und da füllen wir jetzt ein. Das schmeckt sowas von gut, und ein Salat dazu, hoppala. Und ein Salat dazu und ein wunderbares Essen. Ich mag halt gern so solche Sachen. Die liebe ich. Jetzt tun wir allerdings da ein bisschen wegschneiden, weil das ist mir viel zu lang. Und das tun wir jetzt ein bisschen überlappen. Das ist mir auch ein bisschen zu lang. Das soll nur ein bisschen drüber gehen. Gell? Und zwar tun wir es da, dann tun wir es da, dann tun wir es da und da. Und so mache ich das jetzt mit den anderen. Dann backen wir sie, aber zuerst tun wir sie noch mit Ei bestreichen. Gell? Das glaube ich brauche ich euch nicht sagen. Ich mache jetzt die anderen, tue es mit Ei bestreichen und dann backen wir sie und ich schaue genau auf die Zeit. Natürlich, wenn sie fertig sind, zeige ich es euch. Gell? Bis später. So, ich habe jetzt noch rund gemacht mit dem übrigen Blätterteig. Das ist sich gut ausgegangen, ein bisschen gestickelt. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil wenn er backen ist, sieht man das nicht. Jetzt tun wir das ganz schön mit Ei einstreichen, dass sie schöne goldige Farben kriegen. Ich mag das so. Und dann tun wir es bei 180 Grad Heißluft in den Backofen. Und ich schaue natürlich genauer, wie lange es braucht. Und dann sage ich es euch und zeige ich es euch. So. Ich habe da wieder eine schöne Schüssel Salat dazu. Und das essen wir total gern. Da ist alles drinnen. Bohnen habe ich noch gehabt. Da tue ich alles rein, was ich habe. Paprika, Tomaten, weiße frische Zwiebel, Gurken und grünen Salat. Und das tue ich da dazu. Und wir haben ein herrliches Mittagessen, was wirklich nicht teuer ist und für drei Personen leicht reichlich ist. Also ich tue das jetzt dann im Backofen, er ist noch nicht ganz vorgeheizt. Und zeige es euch, wenn sie fertig sind. Okay? Tschüss dabei. So. Die waren jetzt ungefähr 20 bis 25 Minuten drin, schauen die nicht schön aus. Ich bin total begeistert und das ist sowas Gutes, macht es nach. Schmeckt einfach hervorragend. Salat dazu und fertig. Macht es nach, ist überhaupt nichts dabei. Könnt es natürlich auch in einer größeren Form machen. Ich finde halt eben die Kleinen recht nett, aber ich habe natürlich alle da. Das ist eh klar, das hat nicht jeder. Ich wünsche euch beim Nachmachen gutes Gelingen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!